Tage werden jetzt immer kühler. Es ist Mitte Oktober, ist jetzt auch schon sehr feucht, Hochnebel und bewölkt. Aber dennoch gibt es im Garten noch einiges zu tun und natürlich auch in der Küche, weil ich jetzt noch sehr viel einkoche bzw. fermentiere, auch für den Winter. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich da so mache und auch ein bisschen, wie ich das mache. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Momentan koche ich sehr viel ein, darunter Äpfel, Birnen und Pfirsiche. Damals, also vor einem Monat, habe ich ungefähr angefangen. Da habe ich immer so ein bisschen das Fallobst, was noch einigermaßen gut war, habe dann die Stellen, die faulig waren oder angedätscht, die habe ich dann weggeschnitten und habe jetzt einige Gläser an Apfelmus, Apfelbirnenmus, Birnenmus, Apfelpfirsichmus zum Beispiel auch und Pfirsichmarmelade eingekocht. Da hat mir meine Mutter einiges geholfen, hat mir auch etwas gezeigt, wie man das auch macht. Und auch Chili habe ich eingekocht, also so eine Chili Pesto habe ich gemacht, was so richtig scharf ist, weil Chilis sind mir vom Allgemeinen her viel zu scharf jetzt auch. Und ja, so verkauft sich das auch nicht so an meinen Kunden, deswegen habe ich es jetzt so eingekocht. Das geht ein bisschen besser, wenn man so eine Paste macht. Und sonst, was ich neben dem Einkochen auch noch mache, ist Sauerkraut. Das mache ich so ziemlich jedes Jahr. Und dieses Mal habe ich dann mir ein 12-Liter-Glas geholt, damit ich nicht immer so die ganzen kleinen Gläser so bestampfen muss. Das ist ein richtig super Ding, dieses große Glas da. Und da habe ich jetzt Weißkohl mit ein bisschen Karotten, Apfel, Ingwer und Knoblauch eingelegt. Und das habe ich dann auch so gemacht, dass ich da kein Salz verwende, weil ich durch meine Ernährung weiß ich auch, dass Salz schädlich ist. Das führt auch zu Adipose, also dem Zelltod, und es dehydriert halt eigentlich den Körper. Und ich mache es halt so, dass ich mit bei meinem Sauerkraut in diesen Gläsern auch mit Wasser auffülle, damit einfach alles unter Wasser ist. Das ist eigentlich das Wesentliche, dass da unter Luftabschluss fermentiert, damit kein Schimmel entsteht. Und dann tue ich noch einen Schuss effektive Mikroorganismen rein. Muss man eigentlich nicht machen, auf dem Kurs sind da genug Bakterien drauf. Das ist dann für mich so diese Methode, wie ich das mache, einfach Wasser auffüllen und effektive Mikroorganismen anstelle des Salzes. Funktioniert recht gut, mache ich eigentlich schon seit 3 Jahren so. Und sonst habe ich dann noch ein paar Gläser mit Chinakohl, welche ich nicht klein gehobelt habe, und auch wieder mit Möhren, rote Beete, Äpfel und Ingwer auch wieder mit eingelegt habe, und auch Rotkohl, da wo ich dann nur rote Beete und Ingwer und ein paar Äpfel mit reingetan habe. Das sind jetzt so die Sachen, die ich fermentiert habe, sind einfach, ja, kann ich nur jedem empfehlen für den Winter. Kann man auch super seinen Darm vorbereiten, also auch als Übergangskost für die Rohkost zum Beispiel, einfach um seinen Darm auf den Vordermann zu bringen und etwas auch für seine Gesundheit zu tun. Das Sauerkraut wirklich wunderbar. Auch seine Sachen jetzt, die man jetzt noch ein bisschen erntet, auch für den Winter einlegen zu können, also für die Selbstversorger auch unter euch sehr interessant. Ich mache das eigentlich so, dass ich diese Sachen auch einkoche und fermentiere, auch im großen Maß. Also ich habe hier wirklich viel gemacht, damit ich das halt auch verkaufe, weil ich ja wegen meiner Ernährung das nicht esse, wegen meiner veganen Rohkost. Aber natürlich auch für meine Familie, für meine Freunde auch etwas mache in diesen ach so schwierigen Zeiten, dass man halt auch
trotzdem auch für andere was macht. Das ist natürlich auch etwas Permakultur. Das 12-Liter-Glas oder die 3-Liter-Gläser, die verlinke ich euch gerne auch unter der Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch erfahren, wo ich die mir bezogen habe, beziehungsweise dann könnt ihr auch nach anderen Quellen schauen, wo ihr einfach kaufen könnt. Das soll jetzt einfach nur eine Inspiration sein. Auch allgemein das ganze Video eine Inspiration für euch, dass man auch fermentieren kann, auch ohne Salz. Ist alles möglich. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne schreibt mir auch einen Kommentar unter das Video, wie ihr das jetzt dazu seht, ob ihr überhaupt fermentiert, wie ihr fermentiert, welche Rezepte ihr habt und alles mögliche. Ich mache das eigentlich so ziemlich freischnauze und spontan. Also alles, was da so reinkommt, kommt da einfach rein. Was einfach neue Rezepte austesten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.